In einer irischen Sage heißt es, dass am Ende des Regenbogens ein Topf mit Gold steht, der von einem Kobold bewacht wird. Zum Glück habe ich in dieser Küche den kleinsten Regenbogen der Welt und dem folgen wir jetzt einfach mal. Edgar, du kleiner Goldschlingel! Diagwitz und herzlich willkommen zu Yam Tam Tam. Ihr hört schon, mein Gälisch ist on fleek und genauso on fleek sind unsere Schokominzschnitten, die ich euch heute zeige, zu Ehren des St. Patrick Days, des höchsten Feiertages der Iren. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Und für Schnitten brauchen wir natürlich erstmal eine Schüssel, um den Teig anzurühren. Also her mit der Schüssel. Stilecht in grün, denn am St. Patrick's Day trägt man grün. Wusstet ihr, was passiert, wenn man nicht grün trägt? Ich werde es euch jetzt demonstrieren. Flo, komm doch mal näher. Warum habe ich ein schlechtes Gefühl? Ihr seht, kein Grün. Man darf ihn kneifen. So, und jetzt können wir weitermachen mit der Schnitte. Wir brauchen zunächst Butter. Flop. Dann brauchen wir Puderzucker. So, Puderzucker nebelt. Und noch eine kleine Prise Salz. Die genauen Angaben findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zum Rezept. Und jetzt schlagen wir das Ganze schaumig mit unserem Rührgerät. Es nebelt dabei etwas. Ich kann vor Süßigkeit gar nicht atmen. So, schön schaumig. Jetzt brauchen wir ein paar Eier. Und zwar stilecht in der grünen Packung. Zwei an der Zahl nacheinander einrühren. Naja. Und Ei Nummer zwei. Wunderbar, das hat sich alles schon mal schön verbunden. Das stellen wir erstmal kurz zur Seite. Und schnappen uns jetzt eine zweite Schüssel. Wieder stilecht eine grüne Schüssel. Wir brauchen Mehl. 200 Gramm. Jetzt brauche ich noch einen Teelöffel Backpulver. Ein Teelöffel. Und nun brauche ich noch einen Esslöffel, denn für unseren Schokokuchen brauchen wir natürlich schönes Kakao. Ein Siebeleinchen, zack. Denn jetzt sieben wir das Trockene ins Feuchte hinein. Damit wir auch keine Klümpchen bekommen. Das Ganze schön smooth wird. Jetzt holen wir unser Rührgerät. Und jetzt nehmen wir noch einen kleinen Schlucken Milch. So, und den Rest mache ich jetzt mit dem Teigschaber. Chip. Chip. Jetzt brauchen wir natürlich eine Backform. Wir haben hier so eine schöne, kleine, feine Brownie-Form. Und die ist auch schon ausgelegt mit Backpapier, damit es nicht klebt. Und da füllen wir jetzt unseren Teig hinein. Gib mir dein Schokogold. So, und jetzt verteilen wir das noch möglichst glatt in so Form. Sieht hübsch aus, ab damit in den Ofen. Unser Schnittenteig ist fertig, wir können ihn rausholen. Sehr, sehr schön. Da. Jetzt lösen wir die Ränder ein bisschen ab. Wir können stürzen. Da, guck mal, ganz easy. Backpapier noch ab. Und jetzt ab damit auf den Balkon zum Auskühlen. Während unsere Schnitte auskühlt, machen wir unser Minztopping klar. Dafür brauchen wir eine Schüssel und Creme fraiche. Weiterhin Frischkäse. Jetzt brauchen wir unseren Puderzucker wieder. Und natürlich, für Minzgeschmack brauchen wir Minzsirup. Wunderbar. Und für den richtigen Grün-Touch brauchen wir noch etwas Lebensmittelfarbe in Grün. Jetzt schnappe ich mir einen Schneebesen und jetzt rühren wir durch. Und während ich hier fröhlich vor mich hinrühre und nach noch etwas Lebensmittelfarbe hinzufüge, damit es auch richtig schön grün wird, kann ich euch ja auch was zum St. Patrick's Day erzählen. Denn wir wissen das ja bei uns nicht so richtig, worum es da geht und warum es kommt, aber in Irland und natürlich auch in Amerika, wo viele Iren leben, ist es ja ein Riesending. Der Chicago River wird sogar grün gefärbt, ne, mit Lebensmittelfarbe. Das ist schon ein ganz schöner Aufwand und das alles nur für den heiligen Patrick, der erste Missionar, der nach Irland kam und dort eben das Christentum verbreitete. Und das mit Hilfe des dreiblättrigen
Kleeblatt. Damit hat er nämlich die Dreifaltigkeit erklärt. Wieder was gelernt, wieder etwas Lebensmittelfarbe hinzu und rühren. Ja? Das war Bilden mit Felix. Und das war mein neuer Jingle, den habe ich mir gerade ausgedacht. Wie fandet ihr ihn? Bilden mit Felix. Guck mal, das Grün kommt raus. Perfekt. Jetzt können wir unsere Schnitte wieder reinholen. Die müsste jetzt kühl genug sein. Ich entschwinde kurz. Achtung. Das ist jetzt ein Zaubertrick. Ihr schaut noch dahin. Und jetzt bin ich weg. So, jetzt schnappen wir uns einen Teller. Stürzen das hier drauf. Und jetzt gebe ich mir die größtmögliche Mühe, das gleichmäßig darauf zu verteilen. Und wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das daheim auch locker flockig hin. So, und zum Schluss könnt ihr das hier so schön wellenförmig machen, dann sieht das auch schön glatt und schön aus. Und jetzt kommt das Ganze kurz ins Gefrierfach. Jetzt brauchen wir für unseren Kuchen natürlich noch das extra bisschen Schoki. Dafür schmelzen wir etwas Kuvertüre. Die müssen wir zunächst etwas hacken, also Brettchen her. Davon sollten hier so zwei genügen. Und die hacken wir jetzt. Brauche ich einen kleinen Topf oder eine Schüssel, um darin ein Wasserbad zu machen. Also im Topf das Wasserbad. Ihr versteht schon. Ja, ich mach's einfach, ich zeig's euch. Bilden mit Felix. Topf. Jetzt machen wir hier einen Schluck Wasser rein. So, Schüssel drauf. Schokolade rein und ein ganz kleines Stückchen Butter. Jetzt müssen wir kurz warten, bis das Wasser warm wird. Schokolade ist fast fertig, schön geschmolzen. Das heißt, wir können unsere Schnittchen wieder rausholen, die zukünftigen Schnittchen. So. Und jetzt versuchen wir, die hübschesten Streifen in unserem Leben da drauf zu machen. Das wird eine Herausforderung. Das sind die hübschesten Streifen, die ich machen konnte. Schickt mir doch mal Fotos von euren hübschen Streifen auf Kuchen. Ich bin über eure Skills sehr gespannt. Ja? Versucht das mal zu schlagen. Unser Schnittchen ist bereit. Es wird Zeit zu probieren. Für Schokominz-Fans eine Wonne. Für alle die, die sich mit dieser Kombination noch nicht so ganz sicher sind, auf jeden Fall einen Versuch wert. Also backt das gerne daheim nach. Für den St. Patrick's Day seid ihr damit sicher gewappnet. Also, schreibt mir in die Kommentare, wie es war, wie zelebriert ihr diesen Tag, zelebriert ihr ihn überhaupt? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da, das würde uns sehr, sehr freuen. Und hoffentlich sehen wir uns auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss!